Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil meiner kleinen Volvo XC40 Serie. Ich habe den Wagen jetzt ja so 2 Wochen gehabt. Ich bin damit durch die Stadt gefahren, ich bin damit täglich zur Arbeit gefahren. Ich habe eine Langstrecke nach Hilden absolviert, das waren so um die 620 Kilometer. Und ich mache heute nochmal eine Langstrecke nach Berlin hin und zurück am selben Tag. Das sind so knapp 800 Kilometer. Und da drehe ich nämlich ein Video, da geht es um das Thema Wasserstoff für zu Hause. Also total spannend, freut euch drauf. Und wenn ich wieder da bin, ja, dann wird es Zeit, ein Fazit zu ziehen. Wie hat mir dieser Volvo XC40 gefallen? Wo sehe ich ein paar Schwächen? Wo sehe ich ein paar Stärken? Und ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ja, ich bin jetzt hier in Hohenwarsleben angekommen mit 23% Rest und hier in Hohenwarsleben kann man wirklich wunderbar sehen, wie die Ladeinfrastruktur in Deutschland so langsam auch ausgebaut wird. Also wir haben hier 6 IONITY, 350 kW, wir haben hier 2 Allego mit je 2 300 kW HPC Ladern und noch ein Allego mit 150 kW und hier stehen auch noch die 6 alten Tesla Stalls. In Irxleben, das ist ungefähr einen Kilometer weiter die Straße runter, da stehen neue V3 Charger von Tesla. Die haben dann, glaube ich, 14 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also hier ist in Hohenwarsleben, / Irxleben, einiges an Ladeinfrastruktur vorhanden. Und vor einem Jahr war das hier alles noch nicht so. Da gab es im Prinzip nur die 4 IONITYs und 2 Allegos, die nie funktioniert haben. Ich lade jetzt hier tatsächlich mal an Allego. Und es hat auf Anhieb geklappt, weil sind eben auch neue Lader, die alten, die ja immer so unzuverlässig waren, die werden, glaube ich, so nach und nach ausgetauscht. Und die neuen hier, die sie jetzt hier haben, die funktionieren zumindest. Ja, ich bin aus Berlin wieder zurück. Das waren so 790 Kilometer und der Durchschnittsverbrauch lag hier auf der Autobahn bei 25,8 Kilowattstunden. Ich bin, wie gesagt, wieder sehr zügig gefahren, war sozusagen nie unter 140 eigentlich. Und ja, da war der Verbrauch natürlich ein bisschen höher, war aber noch okay, war auch so um die 22 bis 25 Grad, war ganz gutes Wetter, hat auch mal wieder nicht geregnet. Und von daher war es eine sehr angenehme Tour. Da könnt ihr mal sehen, also auch mit so einem Auto wie dem Volvo, der doch einen relativ hohen Verbrauch hat, da kommt man sehr gut Langstrecke und man fährt hier wirklich sehr angenehm. Man muss natürlich dann die Ladestrategie vielleicht so ein bisschen den Gegebenheiten und vor allem auch der Ladekurve von so einem Auto anpassen. Und Stichwort Ladekurve, da sind wir auch schon bei dem Fazit. Die Ladekurve hier, das wäre quasi Punkt 1 meines Fazits hier bei dem Volvo XC40. Die Ladekurve ist einerseits gut, nämlich bis 50%. Da ist sie doch relativ hoch, das heißt, er geht bis 154 kW hoch beim Laden. Ab 50% fällt er dann doch relativ stark ab. Da geht es runter bis auf 70 kW und dann sinkt es eigentlich immer weiter. So dass man dann, wenn man wirklich bis 80% oder noch mehr hochladen möchte, dann wird es gegen Ende halt ein bisschen zäh. Und das würde ich euch auch nicht empfehlen, mit so einem Auto das so zu machen. Das habe ich auch meine Rücktour von Berlin eben auch nicht gemacht. Ich hatte nämlich in Berlin, wo ich zurückgefahren bin, ganze 35% noch im Akku. Und bin dann sozusagen die 400 Kilometer nach Bremen gestartet und habe dann kurz nach Berlin einen 10-minütigen Ladestopp gemacht und dann noch 2 weitere so a 10 Minuten. Das heißt insgesamt 30 Minuten geladen, aber in 3 Stopps. Und da bin ich den Akku eben sehr weit runtergefahren, teilweise so auf 6-7%. Und bin dann am Schnelllader angekommen und habe dann hochgeladen bis 45-50%. Habe eben sozusagen das optimale Ladefenster ausgenutzt. Und dann kommt man dann mit so 140 Kilometer rund wieder und der nächste Ladestopp war dann wieder meiner. Also 3 kurze A10 Minuten, immer noch besser als ein längerer A40-50 Minuten. Von daher war das meine Strategie.
ging wunderbar. Und wenn man wirklich nur 10 Minuten steht, dann ist das fast so wie tanken. Ne? Also das geht so ruckzuck, man stöpselt ein, macht es sich im Auto gemütlich, guckt hier auf das Display und dann ist er fast schon wieder voll. Und dann stöpselt man wieder aus und fährt weiter. Das ist eine ganz gute Strategie, finde ich. Muss man sich natürlich mit anfreunden können. Also durchfahren 400 Kilometer, das ist hier mit dem Volvo natürlich nicht. Dazu ist der Verbrauch zu hoch. Und das wäre sozusagen einer der nächsten Kritikpunkte hier in diesem Auto. Der Volvo hat einen recht hohen Verbrauch. Jetzt hier im Sommer, habt ihr gesehen in meinen Videos, hält es sich noch so einigermaßen in Grenzen. Das heißt, man kann den Volvo fahren bei zügiger Fahrt, also 140 auf der Autobahn, so um die 25 Kilowattstunden. Fährt man schneller, 150, 160, die Spitze liegt ja hier bei 180, dann steigt der Verbrauch natürlich, dann liegt man bei 26, 27 Kilowattstunden. Und wenn man das mal auf den Winter projiziert, ich denke mal, da kommt ihr dann schnell auch mal an die 29, 30 Kilowattstunden. Also 10% bis 15% mehr Verbrauch im Winter, da muss man bei jedem Elektroauto damit rechnen. Und das ist bei so einem Auto, das einen höheren Verbrauch hat, natürlich im Winter dann umso ungünstiger. Dieser Verbrauch ist natürlich dem CW-Wert geschuldet, 0,32. Bei diesem kastigen Outfit hier, was der Volvo XC40 hat, irgendwie kein Wunder. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, im Sommer überhaupt gar kein Problem. Da kann man sich wunderbar mit arrangieren. Macht man kürzere Ladestopps, dafür eben ein paar mehr. Langstrecke, wie gesagt, an einem Tag 700, 800 Kilometer bin ich ja gefahren nach Berlin gerade. Überhaupt kein Problem, wenn man sich darauf einlässt, ein paar mehr Stopps zu machen. Die sind aber sehr kurz. Ja, was ist aber gut an dem Auto? Es gibt ja nicht nur Schlechtes. Dann fangen wir doch mal erstmal mit dem Guten an. Das, was mir am meisten gefallen hat bei diesem Auto, das ist einfach die Performance. Also dieser Wagen hier als Mini- oder Kompakt-SUV hat eine Performance mit den 300 kW und 4,9 Sekunden auf 100. Das macht einfach Spaß. Also der Fahrspaß hier bei diesem Auto, der ist um Längen besser, als ich ihn zum Beispiel bei der ganzen VW-Familie hatte, geschweige denn auch EQA oder so. Enyaq, ID4, ID3, die können da mit dem Fahrspaß hier nicht mithalten. Und Beschleunigung ist ein ganz erheblicher Faktor, was den Fahrspaß angeht. Man drückt mal kurz aufs Pedal und schwupps ist man weg und alle anderen sehen nur die Rücklichter. Das ist irgendwie klasse. Das gibt auch ein super Gefühl hier im Auto, dass man immer die Performance hat, die man mal braucht, wenn man mal irgendwie schnell vorbei will. Ja, auch die Höchstgeschwindigkeit ist eben nicht bei 160 abgeregelt, sondern eher bei 180. Der Tacho zeigt dann sogar 185 an. Da kann man auch mal ein bisschen zügig auf der Autobahn unterwegs sein. Wie gesagt, man sollte das nicht zu lange machen, weil der Akku dann zu schnell leer ist. Aber mal eben irgendwie ein bisschen Stoff geben für 5 Minuten geht hier mit dem Auto, mit anderen Autos aus deutscher Produktion nicht unbedingt machbar. One-Pedal-Driving ist auch so ein Thema, was ich hier bei dem Volvo XC40 extrem gut gelungen finde, weil die Verzögerung ist wirklich brachial und kommt total bis zum Stillstand. Das ist ja sogar so weit gelöst, dass sie hier, wenn der Akku voll ist, sogar dieses One-Pedal-Driving ermöglichen. Obwohl er dann ja gar nichts rekuperiert. Bei meinem Tesla und den meisten anderen Autos ist es halt so, wenn der Akku voll ist, kann er nicht rekuperieren, weil passt eben nichts mehr rein. Dann segelt er und er bremst gar nicht, er verzögert nicht. Und hier haben sie es halt so gelöst beim Volvo, dass dann, wenn der Akku voll ist, die mechanische Bremse einspringt, ohne dass man es merkt. Also das Rekuperationsverhalten ist immer gleich, egal ob der Akku leer oder voll ist. Das heißt, da kann man sich als Autofahrer super drauf einstellen und ist nicht irgendwie überrascht. Das heißt, man geht vom Gas und er verzögert gar nicht und muss dann kurz umschalten. Ach ja, ich muss ja bremsen. Und dann ist man schon irgendwie 10 Meter weitergerollt. Und das ist in kritischen Situationen vielleicht gar nicht so unproblematisch. Nächster positiver Punkt hier beim Volvo, das Fahrwerk. Also ich finde den Volvo super schön aufgestellt. Also das Fahrwerk ist straff, etwas sportlich, aber nicht zu straff. Auch auf gar keinen Fall unkomfortabel. Nur ist es halt genau so straff, dass der Wagen super satt auf der Straße liegt. Er nimmt Bodenwellen souverän. Man spürt sie hier allerdings. Aber beim Lenken gibt es ganz wenig Wankbewegung, trotz dieser hohen Karosserie hier. Und das gefällt mir auch besonders gut. Das ist auch mit der Performance in einem super Verhältnis, dass man eben mit so einem Auto eben auch entsprechend ein bisschen sportlich fahren kann. Dann natürlich die Geräuschkulisse. Der Volvo XC40 ist super gut gedämmt. Also gerade auch bei niedrigen Geschwindigkeiten ist er so leise. Es ist wirklich fantastisch, macht total Spaß. Auch auf der Autobahn ist er sehr leise. Dieser Wagen jetzt hier, der hat halt Ganzjahresreifen. Das sind 235er, 19 Zöller.
Die sind leider Gottes bei höheren Geschwindigkeiten nicht ganz so ruhig. Da hört man schon so ein bisschen dröhnen. Mit vernünftigen Sommerreifen, gerade auch welchen, die vielleicht ein bisschen geräuschoptimiert sind, da sollte sich das eigentlich erledigen, das Thema. Ansonsten Windgeräusche hier sehr wenig, wirklich gut gedämmt. Das haben sie gut hingekriegt und von daher auch ein positiver Punkt hier beim Volvo. Ja, und das Platzangebot, gerade auch hier im Innenraum, es ist nicht wahnsinnig üppig, aber es ist eigentlich so ausreichend, dass hier vier Erwachsene locker längere Strecken fahren können. Sitzposition ist gut, die Sitze sind sehr komfortabel, auch hier vorne, dass man die Kniestütze weiter ausfahren kann. Das ist sehr, sehr schön. Die Sitze sind elektrisch verstellbar in allen Positionen. Sie haben hier wie Lordose-Stützen. Das Material ist sehr hochwertig. Auch hinten sitzt man gut, die Armlehne mit zwei Cupholdern, das ist sehr komfortabel für die Rücksitzposition. Passagiere. Also Platzangebot ist für die Passagiere im Innenraum ausreichend vorhanden. Kofferraum mit 448 Liter ausreichend dimensioniert. Und so sieht es übrigens mit dem Hundetest aus. Ja, und beim Hundetest könnt ihr sehen, dass auch unser Hund, unser Goldie, Myla, passt da super rein. Sie hat sehr viel Platz, auch gerade was den Kopf angeht, weil natürlich der Wagen hinten nicht so schräg abfällt, sondern relativ gerade ist. Und wenn man sich das mal von innen anschaut, dann kann sie sich auch wunderbar drehen. Sie kann sich hinlegen, also Hundetest bestanden. Ja, und der Volvo hat auch unter dem Kofferraum noch so ein kleines Abteil, da passen zum Beispiel Ladekabel rein und er hat sogar einen Frunk. Jawohl, er hat einen Frunk und der ist gar nicht mal so klein. Also Handtasche oder irgendwelche kleinen Täschchen oder eben auch Ladeequipment passt da locker rein. Und dann kann er natürlich auf die Dachreling noch eine Dachbox draufbauen. Das heißt, hier ist noch mehr Stauraum möglich. Und last but not least, er hat die Möglichkeit für eine Anhängerkupplung. 1500 Kilogramm Zuglast gebremst und ich glaube 100 Kilogramm Stützlast. Also im Prinzip das volle Paket. So dass als Fazit für die positiven Eigenschaften am Ende eben auch steht, dass der Reisekomfort hier im Volvo XC40 echt gut ist. Also mit so einem Auto macht die Langstrecke tatsächlich Spaß. Wenn eben der Verbrauch nicht wäre, weil man dann bei längeren Strecken, sage ich mal, über 600, 700 Kilometer des Öfteren doch mal laden muss. Und die Bedienung auf der Langstrecke ist eigentlich auch sehr gut. Also wir haben ja hier Google Automotive als Betriebssystem und das kann im Prinzip zwar nicht viel, es hat aber eine sehr gute Navigation und die basiert natürlich auf Google Maps. Das heißt, die Karten sind hervorragend, die Echtzeitverkehrsanzeigen sind hervorragend. Die Ansagen von der Stimme, sage ich mal hier, aus dem Navigationssystem sind sehr präzise und gerade auch Google bemüht sich natürlich ein bisschen anders zu sein als die Standard-Navigationssysteme. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr das mit eurem Handy benutzt. Die Ansagen sind irgendwie menschlicher als bei anderen Navis. Sie sind nicht so hölzern, sie sind so ein bisschen umgangssprachlich. Auch die Frauenstimme, die dort spricht, die ist so ein bisschen jugendlich angehaucht. Das macht irgendwie Spaß zuzuhören und sie gibt im Prinzip immer die richtigen Tipps zur richtigen Situation. Gerade auch wenn Stau ist, wenn es eine kürzere Strecke gibt. Sie sagt einem, dass man schon auf der optimalen Route ist, wenn Stau ist, dass man sich also gar nicht erst bemühen muss, um auf der Karte zu gucken, könnte ich vielleicht noch woanders langfahren? Nee, das sagt einem, du bist schon auf der schnellsten Route, schneller geht's halt gerade nicht. Ja, und da kommen wir auch gleich nochmal zum Negativen, was das Navi angeht. Es ist nämlich so, dass die Routenplanung im Prinzip zwar funktioniert, es schlägt einem gewisse Ladestationen vor, aber wenn man sich umorientieren möchte, also zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass das Google Maps Navi ganz, ganz selten Ionity vorschlägt, obwohl ich da eigentlich gerne laden wollte oder auch einen bestimmten Ladepunkt anfahren wollte, der für mich irgendwie besser auf der Route lag, also für mein Gefühl jetzt. Und es war im Prinzip gar nicht möglich, also es wurde auch gar nicht gefunden, zum Beispiel Ionity, zum Beispiel auf der Rücktour Hohenwarsleben bot mir das Navi bei der Ladeplanung überhaupt nicht an. Und ich konnte dort auch nicht einfach so hin navigieren, außer ich hätte das Ziel manuell eingegeben, was ich dann eben auch gemacht habe. Das heißt, der Ladepunkt wurde mir auf der Karte dort gar nicht angeboten. Das macht es so ein bisschen unflexibel. Das heißt, das Navi schlägt dir zwar Ladepunkte vor und wenn du die nicht nehmen willst, dann hast du zwar noch drei, vier Alternativen, aber eben nicht alle Alternativen auf der Route. Und das ist so ein bisschen schade. Das heißt, da muss man sich gerade auch als Anfänger, wenn man eben sich nur auf das Navi verlässt, muss man diese Ladepunkte nehmen, die einem das Navi anbietet. Und viel mehr Optionen hast du dann nicht. Ich habe dann halt natürlich meine App bemüht, um zu gucken, wo habe ich denn hier nochmal zum Beispiel einen Ionity-Lader, kurz hinter Berlin.
Den hat mir das Navi so gar nicht angezeigt und ich musste ihn quasi mit der App raussuchen und dann das Navi sozusagen manuell programmieren, damit ich diesen Standort anfahren konnte. Ansonsten aber ist diese Ladeplanung hier im Navi ein sehr großer Fortschritt. Da kann so gut wie kein Auto mithalten. Der EQA möglicherweise ja. Der hatte ja auch eine ganz gute Ladeplanung von Mercedes. Aber bisher die ID-Familie, die war da viel schlechter. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Das nächste Software-Update kommt bestimmt. Und auch hier bei Google, denke ich mal, wird sich mit Sicherheit noch was tun. Das ist ja gerade erstmal der erste oder zweite Wurf hier mit diesem Google Automotive. Und einer der Kritikpunkte, die ich hatte, war ja eben, dass man hier auch nicht viel mehr machen kann, dass der Play Store zwar einiges verspricht, aber nichts hält. Zum Beispiel der Better Route Planner. Nein, man findet es nicht im Play Store hier im Auto. Im normalen Play Store findet man das natürlich, aber hier im Auto ist a Better Route Planner als App nicht verfügbar, sondern nur so Audio-Apps. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Ein weiterer Kritikpunkt hier, die Belegung des Tacho-Displays. Eine Belegung im weitesten Sinne des Wortes mit irgendwelchen Informationen ist nicht vorgesehen. Man hat hier im Prinzip nur Geschwindigkeitsanzeige, man hat sozusagen die Fahrstufenanzeige, man kann in der Mitte sich das Navi einblenden und über Tastendruck dann den Trip einblenden, der aber nach ein paar Sekunden wieder verschwindet, mit Verbrauchsangaben und so weiter. Das ist alles. Ich würde mir wünschen, dass man die rechte oder linke Seite vielleicht mit Media-Informationen hier belegen kann, das heißt Radiosender oder welcher Audio-Track läuft gerade. Oder eine Verbrauchsanzeige mit einer Kurve. Das ist also alles nicht dabei. Es gibt hier sowieso, was historische Verbrauchsanzeigen angeht, null Informationen. Ich habe halt meinen Tageskilometerzähler, ich habe einen gesamten Trip-Zähler, sofern ich ihn nicht zurücksetze und das war's. Ein bisschen schade. Und jetzt kommen wir zu den kleinen Nicklichkeiten. Ich bin ja oft der Regenfahrer, wisst ihr ja. Und Regensensor zum Beispiel, das ist so ein Ding, wo man denkt, ja, wie Regensensor hat doch jedes Auto. Das steht auch sogar im Datenblatt, dass der Volvo XC40 das hat. Aber in meinen Regenfahrten, Regensensor konnte ich leider nicht finden. Er hat sich auch nicht aktiviert. Was es hier gibt, das ist eine Intervallschaltung mit so einem Drehregler, wo ich die Intervallgeschwindigkeit einstellen kann. Aber ein Regensensor, der sollte doch automatisch den Scheibenwischer starten, wenn die Scheibe nass ist. Den habe ich hier nicht entdeckt. Das hat er auch nicht ausgeführt. Tut mir leid. Ich musste dann im Prinzip den Scheibenwischer manuell einschalten und auf Intervallstufe stellen. Und ich konnte die Intervalle zwar in der Intensität oder Geschwindigkeit einstellen, aber von wegen Sensor keine Spur. Habe ich hier nicht gefunden. Entweder ist er defekt, ein Fehler im Ausstattungsdatenblatt oder ich bin zu blöd. Also ja, dann kommen wir zu den Lenkradtasten. Die sind sehr übersichtlich, aber einige Lenkradtasten sind zum Beispiel gar nicht belegt. Also auf der linken Seite zum Beispiel die Pfeile. Pfeile hier links, rechts, wozu sind die gut? Konnte ich keine Funktion für feststellen. Man kann sie drücken, aber es passiert nirgends was. Vielleicht muss man hier irgendeine App starten, wo sie irgendwas machen, aber ansonsten sind sie für mich zumindest in 2 Wochen ohne Funktion gewesen. Nächster Punkt, Lautstärkeregelung, zum Beispiel vom Radio, gibt es auf der rechten Seite Pfeile rauf und runter. Damit regelt man die Lautstärke. Aber wenn ich mir in der Mitte den Trip anzeigen lasse, indem ich hier auf diese runde Schaltfläche in der Mitte, also die OK-Taste oder so drücke, dann wird mir hier der Trip angezeigt. Da sind die Lautstärkeregler oben und unten funktionslos, obwohl sie hier beim Trip ja auch gar nichts machen. Warum kann ich dann, wenn der Trip angezeigt wird, die Lautstärke vom Radio nicht mehr regeln? Ist auch so ein Mysterium, versteht man nicht. Ja, und dann der Tempomat, funktioniert alles wunderbar, macht auch Spaß damit zu fahren, gibt einen ein Sicherheitsgefühl, auch der Lenkassistent einwandfrei. Aber er hat zwar eine Schildererkennung für die Geschwindigkeit, aber er senkt die Geschwindigkeit nicht ab. Das heißt, man fährt mit 140, es kommt ein Baustellenschild, 80, wird hier schön angezeigt, 80, aber man brettert weiter mit 140. Würde ich jetzt erwarten, dass das Auto automatisch die Geschwindigkeit absenkt, wo es doch das Schild schon erkannt hat. Tut es hier aber nicht. Dann der Spurhalteassistent, wie gesagt, funktioniert einwandfrei, allerdings nur bis Tempo 137, 38. So genau habe ich es noch nicht rausgekriegt. Auf jeden Fall zwischen 137 und 139 hört er einfach auf. Das heißt, der Spurhalteassistent
rüttelt ein bisschen am Lenkrad. Ich habe es erst gar nicht gemerkt. Irgendwann ist es mir aufgefallen, dass immer dann, wenn er ausgeht, das Lenkrad kurz vibriert, vielleicht eine halbe Sekunde, auch ganz minimal. Und dann geht er einfach aus. Und wenn man sich vorher darauf verlassen hat, dass der Assistent läuft und man fährt ein bisschen zu schnell, ist er plötzlich weg und man driftet aus der Spur. Das finde ich völlig irre, dass sowas überhaupt erlaubt ist, dass man nicht mal eine visuelle oder eine deutliche akustische Benachrichtigung bekommt, dass der Spurhalteassistent plötzlich ausgeht. Nächster Punkt, über den ich mich täglich geärgert habe, der Wagen hat Keyless Go. Das heißt, man kommt an und man kann einfach die Tür aufmachen und sie geht auf, wenn der Wagen vorher abgeschlossen war. Das funktioniert relativ gut. Dann würde ich aber auch erwarten, wenn ich weggehe aus dem Sendebereich des Senders, dass der Wagen sich dann automatisch verriegelt. Tut er aber nicht. Sondern ich muss am Türgriff einen Taster drücken mit dem Finger. Ich muss mal nur meinen Finger drauflegen und dann verriegelt er sich. Das muss ich jedes Mal machen, wenn ich den Wagen verlasse. Es ist nicht so, dass er einfach sich verriegelt, wenn ich weggehe. Ich meine, das kann sogar unsere Zoe. Ist so ein Punkt, den ich einfach nicht verstehe. Das ist ein Komfortfeature. Wenn ich schon Keyless Go habe, das heißt, ich komme zum Auto und kann einsteigen, ohne aufschließen zu müssen, dann erwarte ich das, dass ich weggehe und er verriegelt sich automatisch. Wie oft habe ich das vergessen, habe den Wagen hier offen stehen lassen, weil ich einfach weggegangen bin, weil ich das von meinem Tesla so gewohnt bin, weil ich das von der Zoe so gewohnt bin. Aber nein, man muss hier einen Taster drücken. Das finde ich, hätten sie besser machen können. Ja, und bei all dem Positiven und auch Negativen haben wir dann am Ende ein Gesamtpaket und natürlich auch einen Preis für dieses Gesamtpaket. Und da muss ich einfach sagen, Volvo, der Preis ist für dieses Auto eigentlich zu hoch. Ich würde für den Preis mehr erwarten. Alle die Kritikpunkte, die ich angesprochen habe, sind ja auch oft gar nicht so dramatisch. Aber die hätte ich zumindest gelöst an eurer Stelle für den Preis. Das finde ich ist halt irgendwie so ein Missverhältnis. Natürlich ist der Wagen sehr komfortabel, er ist schön groß, er fährt gut, ist ein Spitzen-Elektroauto, wird echt unterschätzt und auch zu Unrecht kritisiert. Na klar ist es nur in Anführungsstrichen ein umgebauter Verbrenner und ja, er hat durch die Form und den CW-Wert einen höheren Verbrauch. Aber er ist ein wirklich sehr, sehr solides Elektroauto, mit dem es unheimlich Spaß macht zu fahren. Das muss man einfach auch mal festhalten. Und diese paar Kritikpunkte, die ich jetzt hatte, die lassen sich garantiert alle ohne großen Aufwand lösen. Natürlich lässt sich die Form nicht lösen, natürlich lässt sich dadurch auch der Verbrauch nicht wesentlich senken. Das ist einfach so. Aber als Fazit würde ich sagen, der Volvo ist ein wirklich gutes Elektroauto. Und wenn ihr ein Elektroauto sucht in der SUV-Klasse oder Kompakt-SUV-Klasse, dann solltet ihr euch den wirklich mal angucken. Und Preis hin oder her, es gibt ja noch dieses Abo-Modell und das ist auch ein ganz interessanter Fakt. Volvo bietet ja dieses Auto für um die 700 Euro im Monat im Abo an und man kann dann nach 3 Monaten sogar monatlich kündigen. Das heißt, ihr könnt den Wagen für 3 Monate mal fahren und ihn dann wieder abgeben. Ihr könnt ihn auch für 6 Monate fahren und dann zu einem beliebigen Zeitpunkt eurer Wahl einfach von einem Monat auf dem anderen wieder abgeben. Das ist natürlich schon ein Feature, was die wenigsten Autohersteller momentan anbieten und das macht das natürlich sehr interessant, auch gerade wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Dann bindet ihr euch nicht langfristig und die Kosten sind auch nicht billig, aber sie sind kalkulierbar, sie sind überschaubar, man bekommt dafür wirklich viel Auto fürs Geld. Und nun die alles entscheidende Frage, würde ich mein jetziges Auto, mein Tesla, gegen den Volvo XC40 eintauschen wollen? Ich habe das jetzt ja 2 Wochen gemacht. Ich bin 2 Wochen lang wirklich nur den Volvo gefahren, habe meinen Tesla nicht angerührt und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber ich freue mich total drauf, wenn ich morgen wieder in mein Model S steigen kann, weil das ist für mich schon nochmal was anderes. Die Performance ist tatsächlich schlechter, weil mein Tesla braucht eine Sekunde länger auf 100. Aber der Wagen ist einfach ein ganz anderes Elektroauto als das hier. Und allein der Verbrauch ist teilweise um 30% niedriger als hier beim Volvo XC40. Das Fahren macht noch mehr Spaß mit diesem Auto. Und es ist einfach auch vom ganzen Bedienkonzept was ganz, ganz, ganz anderes. Und das entspricht so ein bisschen mehr so meinen Genen und da stehe ich irgendwie drauf. Das hier ist ein relativ normales Auto, was jetzt ein Elektroauto ist. Und ein Tesla ist einfach ein ganz anderes Gerät, will ich es mal so ausdrücken. Ja, etwas anderes ist es natürlich, wenn ich mir unseren Zweitwagen anschaue, nämlich die Renault Zoe. Da würde ich schon sagen, klar, hätte ich die Wahl Zoe oder Volvo XC40, völlig klar, ich würde mich für den XC40 entscheiden. Zumindest dann, wenn das Geld auch keine Rolle spielt.
Aber in dieser Situation bin ich nicht. Wir haben unsere Zoe und was danach kommt, das weiß ich noch nicht. Die läuft ja noch bis Ende Dezember 2022 im Leasing. Und dann schauen wir mal, dann werden die Karten neu gemischt. Ja, das war mein Fazit zum Volvo XC40. Ich habe den Wagen 2 Wochen lang fahren dürfen, habe dabei viele Stärken und ein paar Schwächen gesehen. Ich sehe den Wagen jetzt so ein bisschen im anderen Licht als vorher. Ihr ja vielleicht auch. Ich habe ja 4 Videos gedreht. Wenn ihr nur eins gesehen habt, dann verlinke ich euch die Videos hier oben nochmal. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert bitte meinen Kanal. Denn, wisst ja, Daumen nach oben und Abonnenten sind so ein bisschen der Lohn für die Arbeit als YouTuber. Und ich glaube, noch nicht mal 20% der Videozuschauer, die ich habe, sind Abonnenten. Das heißt, bei mir ist noch viel Luft nach oben für Abos. Also überlegt euch mal, so ein Abo ist kostenlos, aber niemals umsonst. Von daher würde mich freuen, wenn ihr abonniert und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.